Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht's um Klemmbausteinsätze der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und am Tag vom Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien, ja, bin ich tatsächlich immer noch gelernter Klempner. Heute, liebe Freundinnen und Freunde, geht's um ein Set von Mega. Mega-Konstrukts, Mega-Blocks, meine Mega-Weeks müssen ja weitergehen. Jetzt, wo ich das aufnehme, ist Freitagnachmittag. In der Regel 1 bis 2 Tage, bevor ich ein Video veröffentliche, nehme ich die Begrüßung und mein Fazit auf. Die Bauabschnitte zeige ich euch ja gleich ein bisschen was zu. Ein bisschen früher, ne? Der Bau findet dann schon mal ein paar Tage vorher statt. Ja, und jetzt ist Freitagnachmittag und ich muss mich echt sputen, weil ich will mich gleich auf den Weg machen ins Ruhrgebiet zu meinem Engel Tanja. Um 18 Uhr wollen wir gemeinsam das Spiel schauen. Jetzt, wo ich das Video raushaue, ist Sonntag. Ja, und inzwischen werden wir alle gemeinsam wissen, wie das Spiel ausgegangen ist und ob wir dann im Halbfinale sind und weiter um den EM-Titel spielen können. Ja, ich will mich eigentlich gar nicht so lange aufhalten, weil ich es eilig habe. Ich habe das eben schon ein bisschen beschrieben. Was ihr vielleicht gerade bemerkt ist, es hat nicht geklappt. Letzte Woche hatte ich noch ein bisschen Hoffnung, dass ich euch vom Mega das Barbie-Set zeigen kann. Nee, das hat nicht geklappt. Da hinten seht ihr schon ein paar Elemente, ein paar Bauabschnitte. Jo, ich habe ja mit meiner Tochter Janina gebaut und leider sind wir nicht fertig geworden. Wenn ihr Janina noch nicht kennt oder auch meine Freundin Tanja, meine Mrs. NRW aus dem Jahr 2004. Dann schaut doch und stöbert mal gern auf meinem Kanal, wenn ihr das erste Mal einschaltet. Da werdet ihr die Videos mit den beiden, die ich so in der Vergangenheit in den letzten 2,5 Jahren aufgenommen habe, mit Sicherheit wiederfinden. Zumindest mal, ich bin mit Janina nicht durchgekommen, aber ich bin recht zuversichtlich, dass das nächste Woche klappt. Ja, ich mag die Mega-Sets, die Mega-Motion-Sets dann von eben Mega. Auch Mega Hot Wheels, wenn ihr auf meinem Kanal stöbert und schon länger unterwegs seid. Ich habe viele verschiedene Set-Themen und eben diese Mega Pokémon, die Motion Sets, also immer dann, wenn es sich bewegt, den kann ich echt was abgewinnen. Ich habe die jetzt alle mal hier so hingestellt, die ich inzwischen ja, in meiner Sammlung, ich nenne das mal so, begrüßen konnte. Ja, und heute geht es eben um Geodude. Ich finde den Namen schon Hammer. Und als ich die Produktbilder gesehen habe, habe ich mir noch gar nichts zur Animation angeguckt, aber mir war schon klar, wenn man mal hier die Stangen sich anguckt, seht ihr gleich beim Bauergebnis noch ein bisschen besser. Das Ding wird sich wohl am Ende bewegen. Und wir machen das jetzt so, wer das von mir kennt. Ich zeige euch ein bisschen was zum Bau. Ja, das Bauergebnis und dann sehen wir uns zu meinem Fazit wieder. Also, bis gleich. Ach, das nächste Pokémon-Set. Ich mag die Dinger einfach. Und der ist echt grimmig. Aber ihr wisst ja, nun die Motion-Pokémon. So schaut es von hinten aus. Ich kenne mich mit den Charakteren nicht aus. Ist mir auch egal. Mir gefallen sie einfach. Und manchmal muss man ja auch keine Ahnung haben, was so dahinter steckt. Sondern einfach Freude am Design und am Ende, wenn alles gut geht, am Bau. Ja, ich habe nicht immer so viel zu erzählen zu meinen Sets, Hintergrunddetails und so. Aber ich bin ja auch kein hier Wikipedia-Kanal. Ich bin einfach ein Hobbybauer. Klemmbauer. Klemmbausteinbauer. So, da habe ich es richtig gesagt. So schaut es aus. Direkt machen. Guck mal gleich auf die Anleitung. Dürfte der mega typische Farbcode sein. Entschuldigung, so ist es. Wir brauchen am Anfang Bauabschnittstüte 1 und 2. Da steht es, das macht Mega ja manchmal. Dann sind die gleichzeitig zu öffnen. Also eine nach dem anderen. Es gibt 5, 7 Bauabschnitte. 1, 2 haben wir hier. Machen wir jetzt schon einmal auf. Zusammen sonst mache ich da immer einen Schnitt. Aber hier, wenn ich nicht zu blöd bin, zu dusselig zum Aufmachen, ey. Ich gebe mir Mühe. Nein, hier. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe dann schon einmal angefangen, einfach zu bauen. Die Teile kann ich euch ja jetzt auch zeigen, zumindest die ersten. Das ist so eine Rauchglas-Optik. Man kann da ein bisschen sich die Mechanik anschauen. Hier fehlt natürlich noch die Stabilität. Ich drücke jetzt auch nicht drauf. Ja, kann ich mal machen. Dann seht ihr das, dann wiegt der Stein sich hoch, weil das Gummi ist hier unten gesichert. Das wird natürlich noch überbaut. Nichts Spektakuläres. Hier gibt es, könnt ihr so vielleicht sehen, Farbabweichungen im Grau. Mich stört das aber nicht weiter. Die Fliesen hier sehen super aus. Sehen jetzt meine Fingertapsen drauf. Nichts ist vergratzt. Geht.
bin zufrieden. Ja, was soll auch schon schief gehen? Ach, hier haben wir Druck. Zeige ich euch nochmal da. Dann gibt es ja mal die Möglichkeit. Hier noch vielleicht ein, ja. Oh, jetzt wird es interessant. Ich hatte erst gedacht, Geodude nehme ich. Kleinstein finde ich eigentlich auch ganz gut. Und das ist Rakai, ist egal. Kleinstein kann ich aussprechen und Geodude auch. Gibt's noch einen? Nee, doch, nee. Das war's. Ich überlege noch. Geodude. Finde ich gut. Kleinstein, ja. Nun kommen schon die letzten drei Bauabschnittstüten. Gebaut. Kann man ein bisschen von der Mechanik erkennen hier. Funktionen gucken wir uns später nochmal an. Und jetzt bauen wir dann schon Geodude. Ich habe mich auch dafür entschieden. Da hinten steht's. Und da haben wir hier einen Druck, ein Auge und ich glaube irgendwo Zunge auch noch bedruckt. Ich meine, ich habe auf dem Bild was gesehen. Nee. Ja dann, ich baue den fertig und ja, dann gucken wir uns doch an. Ich weiß gar nicht, ob die das mit den Farben hier richtig rüberkommt. Die Farbe ist schon cool. Das ist so kein Grau, das ist so ein whatever. Ich baue Geodude. Ja, so schaut's aus. Ich drehe ihn erstmal im Kreis. Ein bisschen grün. Hier hinten kann man wenig von der Mechanik erkennen. Da unten sitzt das Gummi. Ja, nicht ganz so schön, aber jo, man guckt ja von vorne drauf, hätte ich gesagt. Da fällt es nicht so auf. Die Teile sind übrig geblieben. Und hier stecken unter anderem die Gummis drin. Ich zeige euch das mal. Die gehören dann hier unten rein, damit der ein bisschen fester, ja, steht und nicht so hin und her rutscht. Beim vielleicht rumdrücken zeige ich euch jetzt gleich die Funktion. Ich habe die weggelassen, weil bei mir steht der nur rum und ich möchte vermeiden, dass ich da mal, wenn ich den aus der Hand nehme, wegnehme zum Putzen, Staubwischen, Regale wischen. Dass vielleicht so ein, ja, so ein Gummifuß abfällt, ich kriege das nicht mit und dann ist er weg. Steckt jetzt in der Tüte, kommt dann mit in den Karton. Hier könnt ihr einen Felsen sehen und eine kleine Pflanze. Ja, und das ist dann auch schon die Funktion. So schaut es aus und ich war echt überrascht, weil ich das ganz witzig finde, dass der Mund sich dann auch noch öffnet. Die Fäuste, das ist echt schön gebaut. Was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, ist, wie es denn aussieht, wenn wir die Finger ein bisschen aufmachen. Also das geht dann auch, ne? Kann man vielleicht dann auch so machen, wenn man das möchte. Wobei natürlich so eine Faust, ne? Der Bursche zeigt ja, wie stark er ist. Am Ende mit Sicherheit mehr Sinn macht. Die Augen sind bedruckt. Das hier unten ist ein Druck, habe mich eben für Geodude entschieden. Und wenn man hier vielleicht noch mal von hinten schaut, ich hoffe, das klappt so. Jetzt versuche ich mal zu drücken. Da kann man so ein bisschen sehen. Ja, so vielleicht, wie sich das bewegt. Das funktioniert einwandfrei, total flüssig. Machen wir es nochmal. Und also das mit dem Mund, das finde ich echt gelungen. Das ist eine schöne Idee. Ich halte es nochmal ein bisschen so. Das ist toll. Also ein schönes Motion Set. Und da machen wir jetzt Fazit. Schick. Also meine Tochter ist jetzt schon ein bisschen größer, die 27, das ist eine erwachsene Frau. Trotzdem hat sie Spaß an Klemmbausteinen und ich baue mit ihr sehr, sehr gerne. Da gibt es immer viel zu lachen. Auch mit meinem Engel Tanja habe ich da dann regelmäßig Spaß, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Es gibt auch andere Sets und Klemmbausteinhersteller, die ich natürlich präsentiere auf meinem Kanal. Ist ja alles für meine Sammlung. Wenn ihr das jetzt noch nicht gehört habt, was ich jetzt sage, dann tut das doch einfach. Also, wenn es euch gefällt und interessiert, was ja, es mit dem Barbie-Set dann auf sich hat und anderen Klemmbaustein-Sets, dann lasst mir doch einfach einen Daumen, der Abo-Klingel hier, rim, bim, bim, und dann verpasst ihr an der Stelle nichts. So, dann kommen wir zu dem heutigen Set. Also Geodude habe ich bestellt und gekauft bei über eBay, bezahlt 31,98 Euro. Das Set besteht aus 355 Teilen, die Setnummer ist die HWR79. Mit dabei ist eine mega Bauanleitung, mega typisch mit dem Farbcode ausgestattet. Wenn ihr den noch nicht kennt, solltet ihr relativ gut damit zurechtkommen. Wobei es bei größeren Sets, wenn es flächig wird, eine Herausforderung sein kann mit dem Farbcode. Das Barbie-Set ist das Stichwort. Aber da werden meine Tochter, die Janina, und ich euch ein bisschen was zu sagen bzw. zu erzählen haben, wenn wir das Set dann präsentieren, bevor es halt in meiner Sammlung landet, in meinen Klemmbausteinregalen.
Ja, dann eben zu dem heutigen Set und das, was ich hier sage, ist meine ganz persönliche Meinung. Kommen wir zuallererst mal zum Design. Ich finde Geodude echt gelungen. So ein oller Felsbrocken, der ordentlich die Muskeln spielen lässt, und als ich die Produktbilder gesehen habe, war für mich klar, das Ding muss ich bestellen, wenn dann der Preis angemessen ist. Und an der Stelle hat das für mich gepasst und deswegen landet Geodude hier auf dem Tisch. Was ich echt wieder schön finde, sind die Drucke. Diesmal gibt es nicht sehr viel. Es ist auch nur ein Set aus 355 Teilen, aber die Augen sind blitzsauber bedruckt. Und hier vorne, ich nenne das mal so, das Typenschild, nee, Namensschild ist eigentlich richtig, das ist auch blitzsauber, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und das ist dann für mich Design. Ich finde echt, na, mal gucken, ob es so am besten geht. Ich finde die Animation echt gelungen und er lässt die Muskeln spielen. Wie man dann die Hände geformt hat, ja, im Endeffekt mit den mega typischen Rohrteilen, das ist echt Weltklasse. Und da hat Mega wieder mal, wie ich finde, wenn es um Teilevielfalt geht und Abweichung vom großen dänischen Hersteller, also diese Abweichung von dem Standard, finde ich, hat Mega wieder ein Alleinstellungsmerkmal, wobei das eben für Mega, Mega Konstrukts, damals Mega Blocks, ja schon Standardteile sind an der Stelle. Hier hatte ich echt wieder, wenn es ums Design geht, großen Spaß. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Alles passt gut, alles klemmt gut, überhaupt nichts zu meckern. Ich habe schon was zu den Drucken gesagt, die sind und waren blitzsauber, einwandfrei. Kommen wir mal zum Bau. Der ist kurzweilig, es gibt den kleinen Technikanteil, ihr könnt dann die Bewegung, ich habe euch das beim Bauergebnis gezeigt, ein bisschen sehen. Ich gebe zu, als man innen drin die Technik verbaut hat mit dem Gummi, ne, was dann im Endeffekt dafür sorgt, dass die Arme wieder nach unten bzw. oben gezogen werden. Das war schon im Moment fummelig, aber wenn man die Seitenwände gebaut hat, war das eine stabile. War das eine stabile Geschichte und ich hatte echt Freude beim Bau. Klar, 355 Teile, das geht dann relativ schnell. Ich messe mal aus. Lang, so wie hier steht, ist er circa 18 cm hoch, circa ja so 14,5 cm und breit schief, auch für ein Pokémon, alles eine Frage der Perspektive, circa, ja, 6 cm, also ein schönes Set und ich überlege jetzt schon, was ich mir als nächstes besorge von Mega, höchstwahrscheinlich Evoli, da gibt es ja auch die Motion-Variante inzwischen und ich habe das schon gesehen, es gibt von Mega Hot Wheels eine abgefahrene Corvette, ich glaube 800, 900 Teile stark und groß, habe ich gesehen bei der Facebook-Gruppe Stein auf Stein zum Ziel mit Klemmbaustein, wenn ihr die noch nicht kennt und keine ja, Dauernörglerin und Dauermotzer seid, dann schaut da gerne mal vorbei, weil da geht es um viele verschiedene Set-Themen, inzwischen über 1200 ja, Gruppenmitglieder und da bin ich eben auf die Ankündigung von Mega Hot Wheels aufmerksam geworden und schon ganz gespannt und freue ich mich schon sehr drauf. Ich glaube, Veröffentlichung ist ab August, bin ich ein bisschen unsicher, ich meine ja, freue ich mich schon sehr drauf. Wird auf jeden Fall, da hinten stehen ja ein paar Fahrzeuge, also hinterm Schrank, hinter mir geht es weiter, wird auf jeden Fall dann auch in meiner Sammlung landen. Evoli werde ich mir auch noch besorgen. Also, ja, dann zum Abo habe ich schon was gesagt. Ja, und dann sage ich tschüss, ciao, bis nächste Woche, sagt euer Brickklempner. Tschüss.